Insgesamt ist es schon bekannt, mit zunehmendem Lebensalter werden mehrere Menschen auch hilfebedürftig, sind nicht mehr so ganz schnell wie in der Gesellschaft. Und solche Gruppierungen sind enorm gefährdet von anderen, die einfach stärker sind, die mächtiger sind. Und das ist so das Entscheidende, dass man schon sagen kann, es ist zunehmend bekannter, da ist auch etwas, aber es ist nicht so selbstverständlich. Und ich würde mir halt immer wieder wünschen, auch bei politischen Gremien, dass man klar sagt, es gibt Gewalt gegen Kinder, gegen Frauen, gegen Behinderte, aber auch gegen alte Menschen. Ich hätte die Signalwirkung der Politik etwas ernster und nachhaltiger, dann würde mancher sich eher auch ernst genommen fühlen von denen, die dort tätig sind. Gehen Sie in eine Einrichtung rein, ob Psychiatrie oder Altenpflegeheim, machen Sie mal Finger oder Ähnliches. Jeder sagt Ihnen, also ein Kranker macht das, da sagt jeder, das ist Berufsrisiko, kriegen Sie Prügel, werden Sie mehr oder weniger auch krankenhausreif geschlagen oder mit ihnen umgegangen. Sie haben als Pflegekraft ein Minimum an Unterstützung und das BGH unterstützt diese Vorstellung auch noch. Und ich sage, kriminelle Handlung, egal wo sie ist, wie man dann damit umgeht, da haben Sie natürlich recht, das ist ein Blödsinn, wer spricht darüber in der Supervision und dann kommt die Polizei. Das ist ein grober Unfug. Aber das Unrecht, das müssen wir auch mit verdeutlichen, auch als Vorgesetzte. Da kann ich nicht sagen, mei, heute hatten sie einen schlechten Tag. Das ist zu wenig. Ich muss als Vorgesetzte mich auch darum kümmern. Ich kenne aber auch manchen Vorgesetzten, der dann sagt, das kommt mir aber nicht in Zukunft mehr vor. Also das heißt, er macht in seiner Art schon eine Form von Misshandlung und als Beispiel für etwas, wo ich sage, hier muss ich damit umgehen. Das Verstehen ist die eine Seite. Dann muss ich gucken, wie kann ich Situationen verändern. Wenn ein Minimum an Pflegekräften vorhanden ist, wenn in der Nacht 2 Pflegekräfte für 100 Menschen da sind und dann die Pflege machen sollten, das ist strukturelle Kommunalität des Trägers. Also ich glaube, das Entscheidende ist, wenn die Pflegekraft auch geduzt wird, wenn beide Personen sich duzen. Also in meiner Heimat ist es du sowieso selbstverständlich, nur die Preisen sieht man. Das ist in Bayern so, egal ob dement, normal oder sonst sowas. Aber es kommt auf die Beziehung drauf an. Ich erlebe das auch und dann sage ich, aber dann möchte ich bitten, dass zu mir Rudi sagst, sonst passt es nicht. Es muss zwischen den stimmig auf, wie man so schön sagt, gleiche Augenhöhe, nur ich bin kleiner, da ist es blöd, wenn einer länger ist, da muss schon die Mitte sein. Aber beziehungsmäßig auf das Gleiche, dann ist es überhaupt keine Frage. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei Aldi um 6 Uhr, müssen schnell noch was einkaufen, kommt ein älterer Herr, so ein bisschen verschusselt, dann fliegt seine Geldbörse runter, dann fliegt das Geld runter und jeder, der große Dings dahinter ist, jeden pressiert, ich muss doch nach Hause, mein Auto, und dann habe ich nicht eingezahlt und so weiter und so fort. Wie geht es dann Ihnen, kommt nicht so zwischendurch raus, der alte Sack, was muss der jetzt unbedingt noch einkaufen? Um die Uhrzeit, wo die arbeitende Bevölkerung Zeit hat. Ja, der Alte ist froh, dass er nicht allein ist, er kann es nur leider nicht genießen. Machen Sie sowas nochmal, aber überlegen Sie Ihre eigenen Gedanken dazu. Aber da beginnt die erste Einstellungsveränderung an sich selber. Und das ist was Entscheidendes. Und wenn man sich dann mehr zusammentut, gerade mit so Situationen, und die alltäglich eigentlich sind, sich mehr zusammentun, manchmal im Rollenspiel sowas vielleicht auch gemeinsam versuchen bei der Supervision, Sie werden merken, es ist was Lebendiges, es ist was Fröhliches, aber Sie kriegen mit, die Diskriminierung tun wir selber auch immer wieder. So ist das Leben, aber wie können wir es ändern? Es könnte eine ganz andere Form der Lebendigkeit entstehen. Und die Prävention ist mir viel wichtiger als manches neue Gesetz, was uns nur an der Arbeit hemmt.